Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei, jenem wunderbaren Buch von Nosrat Pezeshkian, das dieses Jahr im März 40 Jahre alt wird und ein Jubiläum feiert. März 1979 bis März 2019. Und heute lese ich euch wieder einmal eine Geschichte mit viel Witz und Humor vor. And the story today is again also in English. And it comes out of the chapter Sex and Marriage. Und die Geschichte heißt Vom Glück, zwei Frauen zu haben. Ein Scheich hatte das höchste irdische Glück. Er hatte zwei Frauen. Im Überschwang seiner Gefühle erstand er auf dem Basar zwei gleiche goldene Halsketten, die er nach glücklichen Stunden seinen Frauen schenkte. Verbunden mit der Bitte, der anderen nichts davon zu sagen. Doch nicht jedes irdische Glück bleibt ungetrübt. Eines Tages kamen seine Frauen, erregt durch Rivalität und Eifersucht, zu ihm und überstürzten ihn mit Fragen. »Sag uns doch, du prächtigster aller Männer, wen magst du von uns am meisten?« »Mein Herzchen, ich liebe euch über alles«, wehrte der Scheich beschwichtigend ab. »Nein, nein, nein, nein«, protestierten die Frauen, »wir wollen von dir wissen, welcher von uns beiden du deine größere Liebe schenkst.« Aber, meine Angebeteten, warum wollt ihr Unfrieden? Ich habe euch beide ins Herz geschlossen.« »Pah, damit gaben sich die Frauen nicht zufrieden. Uns entkommst du nicht. Heraus mit der Sprache, wer von uns ist die Königin deines Herzens?« Da er dem Drängen der Frauen nicht mehr nachgeben konnte, senkte der Scheich verheißungsvoll die Stimme und flüsterte, »Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sage ich euch die Wahrheit. Diejenige, der ich die goldene Kette schenkte, liebe ich am meisten.« Beide Frauen schauten sich siegessicher an und waren zufrieden. And now the wonderful humorous story in English about the fortune of having two wives. A sheik had the greatest luck on earth. He had two wives. Feeling excessively happy, he went to the bazaar and bought two identical gold necklaces, which he presented to his wives after some happy hours with them. The only stipulation was that each wife had to promise not to tell the other one. But not every earthly joy remains untroubled. One day, the wives, excited by rivalry and jealousy, came to him and bombarded him with questions. "Tell us, most splendid of all men, whom do you like of us the most, the best?" "Oh, my darlings, I love the two of you more than anything," the sheik defended himself appeasingly. "No, no, no, no," protested the women. "We want to know from you which one of us receives your greater love." "But my pets, why do you want dissatisfaction? I have both of you in my heart." But the women weren't satisfied with that. "You won't get away from us. Come on, speak up. Who is the queen of your heart?" Since he could no longer submit to the oppressive questions of his wives, he lowered his voice promisingly and whispered, "If you absolutely have to know, I will tell you the truth. The one I love the most is the one I gave the golden chain to."
Both women looked at each other victoriously and were satisfied. And with the story comes a wonderful picture. Again. Again, only in the English edition. So have a nice day, nice Saturday, and stay tuned and come back tomorrow for a new story out of The Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy. Habt einen wunderbaren Samstag und ich freue mich auf euch morgen früh bei einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei, orientalische Geschichten in der positiven Psychotherapie. Bis dann, ihr Lieben!